Begegnen Ihnen Vorurteile oder Fehleinschätzungen häufig im Alltag? Ja, also wie gesagt, ja doch, also es gibt schon manchmal schon vieles, kann ich schon irgendwie sagen. Früher, na, da war es schon extrem. Können Sie ein Beispiel geben? Ja, also gut, kann ich ja sagen. Also wie zum Beispiel, wo ich da meine Ausbildung zur Altenpflegehelferin einmal gemacht habe, ja, das war schon irgendwo schon sehr schlimm. Schon irgendwie, also da hat bei meiner Stationsleiterin gesagt, wenn sie damals nicht im Urlaub gewesen wäre, hätte sie zum Beispiel verhindert, dass ich die Ausbildung bekomme, zum Beispiel. Oder habe auch Was haben oft Sie immer da zu hören gekriegt, ja, wenn so eine Ausbildung machen kann, dann ist ja auch meine Ausbildung ja nichts wert. Und irgendwo habe ich da irgendwie echt irgendwo schlucken müssen. gehört? Also da gibt es halt schon halt leider schon Vorurteile und Fehleinschätzungen. Was einem schon halt irgendwie halt auch ein bisschen sehr traurig macht, halt auch irgendwie. Und hat die Stationsleiterin das dann irgendwie eingesehen, dass das Quatsch war? Oder Na, wusste ich sie hätte, davon also gar hätte ich mir nichts? das irgendwie vielleicht denken können, aber er war es halt irgendwo halt leider nicht. Anscheinend hat es wirklich vielleicht auch richtig, denke ich, es halt einfach auch ernst genommen, denke ich mal. Dass mich da wirklich dann irgendwie dann auch gar nicht haben wollte. Na gut, so mit den Bewohnern bin ich sonst eigentlich immer sonst ganz gut zurechtgekommen und so. Bin eigentlich ganz gut verstanden, aber als ich mal einmal so eine Stationsleiterin da bekomme, dass die das dann einfach sagt, das fand ich dann nicht gut. Und das war halt, wie gesagt, dann so schlimm, dass ich dann nach der Probe halt wieder aufgehört habe. Ich wurde ja auch ganz massiv halt auch gemobbt und das war halt auch eine sehr schlimme Erfahrung halt auch für mich gewesen. Und da kann ich halt auch etwas erzählen, und zwar, was ich halt irgendwie halt auch sehr, sehr schade halt auch finde. Ich habe ja auch mal ein Praktikum mal gemacht. Ja, das war halt auch noch in einer Arztpraxis. Jedenfalls hatte sie da wohl gesehen, dass ich das halt irgendwie halt so toll mache und so. Und dann irgendwann, also hat sie das dann gesagt, ich könnte dann bei ihr eine Ausbildung machen. Und ja, und danach ja dann irgendwann, den nächsten Tag, hat sie dann den Film gesehen von Bobby Predelow. Kennen Sie den? Nee. Ja, wie gesagt, das ist wohl auch ein sehr bekannter Schauspieler, der Bobby Predelow. Und da hat sie dann gesagt, na, also ich hab den gesehen, den Film von Bobby Predelow. Und da hat sie dann gesagt, na, das kann ja wohl nicht wahr sein, der schreit hier so und so. Ich meine, eigentlich ist es ja eher mehr einfach ja die Rolle, die er eigentlich ja spielt, ne? Und da sagt sie dann auf einmal, ja, der schreit ja so, das ist ja unmöglich, wie der sich verhält und sowas alles. Ja, und da hat sie dann irgendwann nachher dann zu mir gesagt, nee, also kann sie sich dann doch nicht vorstellen, dass sie dann eine Ausbildung machen kann, weil der ja so schreit. Und man durfte dann doch keine Ausbildung machen, ne? Weil sich ein anderer junger Mann mit Down-Syndrom in dem Film komisch verhalten hat, hat sie dann gesagt, können Sie keine Ausbildung bei ihr machen. Genau. Vorhin zusammen praktisch gesagt, ich habe gedacht, irgendwie, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wo leben, ja, irgendwie habe ich mal so gedacht, ja, wo leben wir denn eigentlich hier? Sich dann praktisch sich so ein Bild macht, ne, dass man dann halt auch wirklich sagt, die können nicht anders, die können sich nicht anders benehmen und die müssen das so machen, ne? Die müssen so schreien, so in der Rolle und sowas. Und deshalb macht es mich halt schon traurig und deshalb möchte ich halt auch. Weil ich ja selber ja eigentlich ja auch Schauspielerin bin, deshalb möchte ich halt auch zeigen, dass ich halt auch einfach auch eine ganz normale Rolle spielen kann. Ne? Und dann halt ich Behinderung Thema ist, wo dann nicht mal das Down-Syndrom im Vordergrund steht, also nicht die Behinderung im Vordergrund steht, sondern dass ich einfach eine ganz normale Schauspielerin sein kann und dann halt auch viel halt auch mit anspruchsvollem Text. Und das ist für mich natürlich halt auch wichtig.